Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holzwerken TV. Es gibt, glaube ich, wenig ärgerlichere Sachen als Folgendes. Ich habe eine Schubkasteninnenseite wunderbar geschliffen, will sie jetzt verleimen und dann spritzt mir Leim nach innen auf die schön vorbereitete Fläche. Ärgerliche Sache, denn beim Schubkasten komme ich in der Regel innen nicht mehr gut rein, um dort das Holz zu bearbeiten. Schleifen ist schwierig, hobeln ist ganz unmöglich in der Regel und Ziehklinge ist immer so eine Sache. Es geht genau gesagt um diesen Bereich. Dabei spielt es keine Rolle, ob das eine gedübelte Verbindung ist oder eine gezinkte. Dieser Bereich hier ist mein Problembereich, weil hier der Leim herausspritzen kann. Ich zeige Ihnen jetzt mal zwei Möglichkeiten, wie Sie das von vornherein verhindern können, sodass Sie dann hinterher weniger oder gar keine Arbeit mehr an den Schubkasteninnenseiten haben. Dazu nehmen Sie einfach ein Stückchen Klebeband her. Das kleben Sie sich auf die Problemzone des Holzes. Dabei brauchen Sie übrigens keine Angst haben, wenn Sie gutes, klassisches Klebeband haben, dann werden nach dem Abziehen keine Rückstände auf dem Holz zurückbleiben. Also das ist eine schonende Sache, auch für das Holz. Und ich drücke das hier kräftig an, genau bis an die Kante. Und jetzt ist es klar, dass hier die Bereiche gut vor dem Leim geschützt sind, weil der Leim eben nicht durch diese Kunststofffolie hindurch kann. Wichtiger Punkt bei der Leimangabe ist natürlich die Sparsamkeit. Selbstverständlich ist jeder Tropfen Leim, der herausquillt, zu viel, denn der hält sowieso nichts und macht nur Ärger. Deshalb ist es sinnvoll, da sparsam mit dem Leim umzugehen. Ich werde jetzt allerdings das genaue Gegenteil machen. Ich werde es mal richtig übertreiben, damit wir hier einen schönen Effekt haben. Und dann werden wir gleich mal sehen, wie viel da dann nutzlos und sinnlos herausquillt. Ich werde es, wie gesagt, das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Das ist eine grobe Verschwendung. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen. So, diese beiden Teile lassen sich jetzt einfach zusammenstecken. Und sobald der Pressdruck draufkommt, Sie werden das jetzt hier gleich sehen, sobald der Pressdruck draufkommt, ist hier richtig viel Leim auf der Innenfläche. Ich zeige Ihnen das mal. Ja, das wäre natürlich übel, wenn wir das auf der Holzfläche hätten. So, also das Klebeband verhindert da schon einiges. Es gibt noch einen zweiten Trick und das ist ein handelsüblicher Strohhalm. Nehmen Sie den einfach aus der Küche mit in die Werkstatt, ist generell für verschiedene Zwecke mal nicht schlecht. Und solange der Leim noch frisch ist, können Sie jetzt wunderbar hier damit mit ein bisschen Druck durch die Ecke gehen. Und er nimmt sehr viel Leim auf. Jetzt habe ich natürlich eben richtig übertrieben. Jetzt habe ich richtig viel zu viel Leim hier. Einfach direkt wegschmeißen, denn dann kann es nicht mehr auslaufen, das Röhrchen, und auch nichts mehr verkleben. Hier lässt sich also noch einiges aufnehmen. Ist aber an der Stelle nicht so schlimm, weil es hier auf dem Klebeband steckt. Deshalb kann es so bleiben. Wichtig ist, dass die Innenseite dann noch ein bisschen stärker befreit wird von dem Leim. Also das sind gute Möglichkeiten, um hier und hier das Holz vor dem Leim zu schützen. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht diesmal. Ein Wort noch zum Schluss. Die Frage ist immer, wann ziehe ich diese beiden Klebebänder ab? Ich rate dazu, machen Sie es erst, wenn der Leim so mittelviskos geworden ist nach einigen Minuten, denn dann geht er noch gut mit ab. Wenn er ganz aushärtet, ist es ein Problem, weil dann kann es sein, dass er sitzen bleibt und das Klebeband geht trotzdem ab und dann haben Sie leider nichts gewonnen. Viel Spaß mit diesem Tipp. Ich hoffe, er bringt Ihnen Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.